Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avorion. Ja, wir sind in die Sackgasse geflogen, wie wir gesehen haben auf der Karte, ne? Und ja, da können wir wieder zurückfliegen. Jetzt ist nur die Frage, warte, hier ist noch ein Notruf. Ne, das ist jetzt nicht so interessant. Ja, was machen wir? Gibt's hier noch einen Blip? Da gibt's noch einen Blip, der außerhalb der Reichweite ist. Dann lass uns doch mal die Koordinaten annehmen. Wir fliegen ganz einfach mal dahin und gucken, was dort los ist. Dafür müssen wir uns aus dahin ausrichten. Und ja, lassen wir mal machen. Und dann schauen wir mal, bis der Sprung berechnet ist. Und dann legen wir los. So, Sprung berechnet, wir sind weg. So, hier ist Weltraumschrott wahrscheinlich alles, ne? Das ist hier so ein Sektor. Ja, wo du dann alles abbauen kannst, wahrscheinlich, ne? Ja, da ist doch hier schon dieser Wertstoffhof. Okay, dann hat sich das schon hier im Sektor auch erledigt. Nicht relevant, nicht interessant. Ich denke, dann fliegen wir gleich hier hin. Weil dann können wir von da aus das nächste Tor suchen. Ja. Und dann müssen wir uns nach da ausrichten. Ja, Fusionsreaktor haben wir letztes Mal gefragt, ne? Und da müssen wir halt gucken, dass wir das noch irgendwie hinkriegen, ne? So, jetzt haben wir da ein Sprungtor. Das war West-Südwest. Das ist das richtige Tor. Dann gehen wir mal auf Kurs. Achso, jetzt habe ich hier mal gerade geschossen. Das wollten wir natürlich nicht. Müssen wir mal gerade gucken, dass wir hier durchkommen. Bin aber auch am Überlegen zu schauen, was hier noch so rumfliegt. Vielleicht noch ein passender Asteroid oder so. Ne, ich glaube, es ist nichts dabei, oder? Die sind zwar alle relativ groß, aber alle anders. Rechts ist ein gelbes Tor, aber wir wollen ja nicht mehr in das Gelbe, sondern wir wollen wieder zum Blauen, weil die uns dann doch freundlicher gesonnen sind. So, wir können ja jetzt mal hier so ein bisschen Schub machen, damit wir auch durchkommen, ne? Sollte man vielleicht mal tun. So, da kommen wir durchs Tor, den nächsten Sektor, den wir noch nicht kennen. So, da gibt es zwei Wege weiter. Und da unten gibt es so ein Ressourcendepot, eine Reparaturdock mit einem Aufgabe, beziehungsweise mit einem Wunsch, etwas zu bekommen wahrscheinlich. Energieröhren. Okay, auch sehr lukratives Geschäft. So, wir sollten vielleicht mal gerade gucken, dass wir unser Handelssystem da einbauen. Und schauen, ob wir was handeln können. Ja, Handelsposten, Reparaturdock. Dock. Und die Graf-Einheiten gibt es hier und Lasermodulatoren und Diamanten. Das letzte lohnt sich definitiv nicht. Das erste sind schon mal 5000 pro Einheit. Also da sollte man mal gerade gucken, dass man den Handelsposten anfliegt, denke ich mal, oder? Gut. Der ist jetzt da. Auch gar nicht so weit weg. Ja, doch, weit weg ist er schon, ne? Ja. Mal kurz einmal hier vorbei. So, dann kommen wir da auch hin. Da ist er schon, der Handelsposten. Kommt aus dem Nebel raus. Das ist gelb, könnte sein. Sind wir noch im Sektor? Ne, wir sind eigentlich schon immer im anderen Sektor. Der sieht so anders aus, der Handelsposten. Aber wir gucken mal, dass wir da andocken. So, jetzt geht's. Güter handeln. Achso, müssen wir gerade gucken.
Das waren Antigrav-Einheiten. Jetzt müssen wir mal da ran. Ne? Wieso kann ich hier jetzt was bauen? Ach so, ich habe mein eigenes Schiff ausgewählt. Alles klar. Das wollten wir nicht. Wir wollten dahin. Güter handeln. Antigrav-Einheiten sind hier. 152 maximal. Aber die haben nur 130. 152 geht nicht, weil 127 nur. Und das ist Geld, begrenzt uns dann noch so. Gut, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da. Und dann liefern wir da ab. Reparaturdock ist da hinten. Dann bewegen wir uns mal dahin. Und liefern die da ab. Hundertsiebenundzwanzig mal 5000. Ein bisschen, was ist das, oder? Kommen wir der Sache schon näher? Ja. Das hat wieder mal gut geklappt. Fliegen wir den Dockpunkt hier unten an. So, da ist es. Güter handeln. 127. Wie, die wollen nur eine Antigrab-Einheit haben? Das sind Helden nur. Oh. Ja, dann haben wir jetzt noch Antigrab-Einheiten im Bauch, ne? Für 25.000. Läuft. Das konnte ja voll knicken, oder? So ein Shit, ey. Helden der Nation, oder wie soll man das nennen? Lasermodulatoren gibt's hier auch für 16. Antigrav-Generatoren. Antigrav-Einheit. 1% Unterpreis. Hat sich nämlich mal das ist gelohnt, ne? Naja, 25.1 ist das. Gibt es hier eine Mission? Gibt es überhaupt was? Was ist das da? Kein besonderer Asteroid. Ja. So, eins der beiden Tore, die hier irgendwo rumfliegen. Nehmen wir das. Fast schon Ost-Nord-Ost. Ne, Ost-Nord-Ost. Ne, das will ich nicht. Da kommen wir her. Da eins von 19, 17, 18. Also das nähere nehmen wir. Läuft, ne? Okay. Und hinein, Onkel Otto. So. Tor gibt's hier. Zwei Stück auf jeden Fall. Da ist eine Aufgabe. Gucken wir mal an. Metallplatten wollten wir haben. Haben wir aber nicht. So, Karte. Ja, fliegen wir nach Nordosten weiter. Ne, Nordwesten. Südwesten? Nö. Dann ist das das wahrscheinlich, ne? Nord-Nordwest, genau. Nehmen wir das Tor. Da
Ach so, Karte vielleicht mal gucken da oben. Ist nix zu kaufen. Randstation verkaufen. Ja, das wird sich ein bisschen lohnen. Das sind 1600 einer. Ja, machen wir, komm, dann müssen wir, ist ja auch so ganz nett auf dem Weg. Oh, warte mal, der ist, oh, nicht schießen. Schießen ist doof. Machen wir gerade aus. Machen wir F. Gucken wir gerade rein. Ach, das waren die Metallplatten, okay. Aber die 15 Einheiten kriegen wir da trotzdem los. Besser wie gar nichts, ne? So, einmal dahin. Irgendwann taucht dann diese Station da hier auf. Da ist er. Fliegen wir hier ans Ende. Da ist doch ein Dockingport, oder? Auf der anderen Seite. Wo ist der Dockingport bitte? Da. Gut, nur ein Dockingport da am Ende. Sehr interessant. So, ein bisschen näher noch und dann die F-Taste. Wunderbar. Güter handeln. Und 15 davon. Verkaufen wir die. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. Nicht viel, aber etwas. So. Dann war das jetzt West, Nord, West, Nord. Das Tor, ne? Ost, Süd, Ost, ne? Nord, Nord, West, so heißt das Ding. Dann mal auf dahin. Gucken, dass wir da hinkommen. Und das Tor steht schlecht zu uns. Gucken, dass wir da reinfliegen können. Okay, das hat geklappt. Einmal Karte bitte. Das ist auch eine Sackgasse im Endeffekt. Jägerjagdschiff. Okay. Aber es gibt schließlich eine Lösung für alles. Du kannst uns Munition sparen und gleichzeitig dein Leben retten. Ihr könnt uns entweder 68 Gold zahlen oder ihr werdet euer Schiff abwracken, nachdem wir es zur Trümmer geschossen haben. Jetzt habe ich gezahlt. Das war doch gar nicht mein Ziel, ey. Ich wollte auch einfach wieder abhauen. Naja, dumm gelaufen, ne? Anders kann man das jetzt nicht nennen. Traurig. Ja, wir fliegen wieder zurück. Wir können aber gerade noch hier in unser Ding ins Menü gucken. Aber hier gibt es sowieso nichts. Hier ist ja ein toter Sektor. Außer, dass wir hier gerade 68.000 gelassen haben. Richtig ärgerlich jetzt. So. Ich möchte jetzt nach Westen. So, das ist mein Tor. Dann ist es das da. Südwesten. Dann, warte mal, wir können nur mal gerade hier gucken, ob wir nicht schon wieder was verkaufen können. Fünf Stück, aber der Preis ist schlecht. Kann sie eher kaufen wie verkaufen. Naja, dann mal los. Ab in den nächsten Sektor. Da ist das Tor.
Wir fliegen rein. Okay, da ist ein rotes Tor, also nicht so schön. Einmal Karte zeigen. Okay. Dann wäre das wahrscheinlich Südost. Unser nächstes Ziel. Gehen wir gerade da oben gucken. Okay, hier geht was. Solarpanels. 1500. Prozessoren. 7,9 auf 8,9. Das ist ein Tausender. Das lohnt nicht. 1200. Na, das wären ja die Prozessoren, die sich lohnen würden, wenn. Oder die Solarpanels. Eins, fünf sind das, ne? Ja, rundweg. Wir wollen die denn haben, das wäre erstmal wichtig zu wissen, ne? Antigrav-Einheiten können wir hier auch loswerden. Lohnt sich, 29.000. Und die Solarpanels sind hier unten, wollen sie 17 Stück haben. Das heißt, wir gucken mal nochmal rein. Das war 17 hier kaufen am Handelsposten. Gut, das ist da. Fliegen wir hin. Warte mal, was ist denn? Das war das Reparaturdock. Was wollen die haben? Treibstoff. Okay. Fliegen wir aber erst zum Handelsposten. Siebzehn Solarpanels müssen wir da kaufen. Ich brauche mal einen Docking Port. Okay. Wo ist ein Docking Port? Der nächste. Ja, ist egal, wo wir dran fliegen. Ne? Ich glaube, wir fliegen mal hier lang. Kriegen wir dorthin, ne? So, F. Güter handeln. Von Station kaufen. Wo sind die Solarpanels? Da können wir 17 Stück kaufen. Okay. Haben wir gekauft. Was können wir verkaufen? Nix. Gut, jetzt brauchen wir nochmal unsere Handelsroute. Da. Und dann fliegen wir gerade darüber. So, die wollen den Treibstoff haben. Ach komm. Oder? Warte mal, was war das mit dem Treibstoff? Wie viel? 266.000 gibt's da. Ja, fliege ich einfach erstmal dahin und mach das mit den Solarpanels weg. So, da ist ein Schiff in der Nähe. Ja, die kriegen jetzt wahrscheinlich von dem Schiff die Solarpanels und unser Ding ist hin, ne? So, das. Und handeln. Antigrav-Einheiten. Nehmen sie 41 uns ab. Die verkaufen wir auf jeden Fall. Das lohnt sich. Und die Solarpanels sind hier 17 gefragt. Die sind aber auch noch im Kurs. Passt. So, da haben sie genug von. Und das war's. Gut, Gata. Wir können nach Osten und nach
Da hinten ist das Tor. Nord. Ost. Sind wir hergekommen? Südost. Ja, wird Südost unser Tor sein, würde ich sagen. Und da fliegen wir hin, aber da werden wir dann erst in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.